Ich gucke mich gerade um. CC hat ein ADS, warte mal kurz. Was rotating blue stairs. Planting. Okay. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege Ranked. Wieder mit Walle am Start. Der hat sich umbenannt, also nicht wundern. Und ja, wir haben Map-Bun-Face, Kanal, Villa oder Bank. Walle, was meinst du, was Bun war? Eigentlich wäre Villa so die beste Map. Also, ich meine, entweder eine Bank oder Kanal. Wobei eigentlich kann ich all die drei Maps nicht leiden. Ich will Bank bannen, weil Kanal bannen die doch safe. Ah, oh, okay. Also, dann spielen wir Bank. Ah, da hätte ich Kanal sogar besser gefunden. Ja, auch, aber jetzt haben wir Bank. Ja, und müssen. Wenn es eine Season später wäre, dann wäre das nicht so schlimm. Ja. Und obwohl wir wissen es nicht, ob es schlimm wäre. Ja, ich glaube, die Map wird auf jeden Fall besser nächste Season. Ja, ja, natürlich, aber man weiß es nicht. Sagen wir mal so, mein Hauptproblem ist dieser große Hauptraum und die müssten so, also die Lobby. Wenn sie ja, die Lobby nicht ändern, dann müssen wir nicht. Mein Problem ist, dass du von der Gasse nicht rüber zur Straße kannst. Ohne dass du irgendwie swingen. Ja, okay, das auch. Das auch, aber die Sache ist, was mich hauptsächlich stört, ist, wie gesagt, dass du Topfloor wirklich immer die Angst vom Sniper haben musst. Und im, Also, die wissen Bescheid. Ja, sie wissen genau, was ich meine. Und, du in der Lobby eigentlich als Verteidiger nichts machen kannst. Die Lobby ist eigentlich von Anfang an Attacker-Territorium. Du hast gar keine Chance, die zu verteidigen, theoretisch. Ja, eigentlich schon. Beziehungsweise, wenn die mal keinen Sniper haben, sobald, was heißt, wenn sie, die haben immer mindestens, egal mit welcher Waffe die stehen, haben mindestens einen stehen. Ja, immer mindestens einen. Dann steht halt ein Blackbeard mit ACOG. Noch nerviger. Eigentlich ein Kaid wäre ein guter Bann auf der Map, aber ich, ja, aber ich habe keinen Bock auf Clash. Ja, stimmt. Also ganz ehrlich, wenn Clash nicht gebannt wird, Clash muss gebannt werden. Stell dir vor, Clash hätte dasselbe Schild, also dieselbe Funktion beim Schild wie bei Monty und bei Blitz und bei Fuse, so dass sie hip feiern kann mit dem Ding. Wenn sie dafür dann nicht mehr ihr komisches Selbstzeit. Nein, ich glaube allein schon, wenn sie hip feiern könnte, das wäre schon ein schon ein bisschen hier overpowered. Eine rote Flagge hier, also eine rote, ja, Zone. Basement. Eigentlich müsste ich KI spielen, oder? Haben wir eine Shotty? Ja, wir brauchen eine wir brauchen KI. Eine Shotty meinst du? Okay. Ich hab eine gerade so eben noch gewechselt, weil ich spiele normalerweise keine Shotty. Ich hab jetzt die Shotty mit, ich hab jetzt, egal. Ja, egal. Also Waffe ist da eine Scope drauf? Was? Die haben, vor allem, die haben sie wenigstens noch gebufft, also. Hm. Kann ich mal ausprobieren, also scheiße ist hier auch nicht. Stimmt, so, also für eure Orientierung, wir sind so irgendwo Low Silber bis Bronze ungefähr vom Rang hier gerade. Immer für euch zur Orientierung, ja, aber ja. So, Walle, was meinst du? Hast du überhaupt die Waffe jemals ausgetestet? Weil du hattest früher die ganze Zeit so, du hast so Chunker getestet, du hast so Alibi getestet, aber ich glaube nicht, dass du diese Waffe, weil ich habe die auch vergessen. Die habe ich nie getestet. Aber sie hat ja eigentlich nur mehr Schaden gekriegt. Ja, jetzt macht sie mehr Damage. Ich also von daher, was, groß was ändern sollte sich da nicht. Richtig, es sind alle Hedges reinforced. Nein, Volt wurde nicht reinforced. Dann gehen wir mal nach oben. Und die wichtigsten Hedges reinforced? Ja, die beiden Hedges sind eigentlich reinforced. Also ich hab beide reinforced eigentlich. Oh fuck. Dann geh ich mal in die rote Zone, die nennt sich Tellers. Reinforced 1 Hedge. Und kommen wir da weg am Leben in ein Stück. Okay, wir haben ein relativ großes Scheißproblem, unsere Wand ist schon offen. Welche? Bei Sisi. Ja. Hey, aber du bist also schon, du bist ja. Ja, das ist Maverick. So, Flank. Einer ist knocked da hinten. Versuch mal zu flanken. Oh, der hat HP. Das war ein wunderschöner Headshot. Ah, schade. Das war Wasted C4. Amaru down bei Blue Stairs. Nice. Haben die ein Glass, weißt du das? Nee, oder? Nicht, dass ich wüsste. Der Monty.
Weil die haben hier gerade. Monty down, wir haben den Diffuser. Nice. Oh, das war so eine wunderschöne executed Runde von uns. Will ich jetzt mal so sagen. Weil dein Flank hat so gesaved. Das Ding ist, ihr Maurer hat da oben gecheckt, der hat mich gefühlt. Mhm. Der hätte mich beinahe bekommen, ich hab selber gar nicht die gehört. Ist ja. Das mal nach CEO. Ja, okay, stimmt, das ist besser. Warte mal, was bräuchten wir hier? Ein Bandit wäre okay, oder? Oder lieber doch Kaid? Bandit, wobei. Kaid, doch, Kaid, weil die Shotgun? Können ja von. Was? Weil Shotgun oder warum? Nein, weil die können vom Fenster. Wobei, nee, doch. Auch egal. Bandit, ja, natürlich oder? Können sie. Nein, die können aber vom Fenster. Weil. Ich habe es ja, aber Kaid ist besser vom Fenster saven. Ja, okay. Ist safer. Können die nicht wirklich direkt ran. Und meine Kaid kann mehr. Das macht sogar Unterschied, aber der kann halt mehr Wände elektrifizieren. Ja, oder halt Sneak ja Wände elektrifizieren. Das Gute. Ich kann jetzt ja zum Beispiel hier oben in die Ecke das schmeißen. Ja, und, okay, aber das reicht nicht aus. Nein, das bin ich. Klauen eigentlich sicher vor Granaten. Hm? Also. Oh ja, stimmt, wir hätten. Hallo, weißt du, was das Schönste ist? Ich kann einfach den machen. Achso, das. Ja, dann sind sie safe vor so ziemlich allen. Okay. Weil das findet immer keiner. Wenn ich sie da reinkriegen würde. Okay, dann muss sie hier rein. Hallo. Alter, ich hatte sie einmal perfekt. Wir haben da ein Auto drin. Das ist normal. Oh, ich hab's gehört. Da repellt jemand. Eine Sekunde, dann kümmere ich mich. Ich klatsch erstmal nur. Das ist ein Capitao. Der Capitao ist down. Nice. Repellt da noch wer? Anscheinend nicht, okay. Puh, erstmal ganz kurz weggekommen. Alter, da kam auf einmal eine Amaro reingesprungen. Das war überhaupt nicht knapp oder so. Na, ich mag das nicht, wenn hier offen ist. Die haben eine, Ding, ganz klar eine Nomad. Wo war Repel? Nee, irgendwo Skylight, glaube ich, müsste es sein. Okay. Doch, einer repellt. Ja, das ist die Amaro beim Amaro, sag ich schon. Nomad Repel. One's on the roof. Einer auf dem Dach, also. Ja. Ping 2 ist one. Gridlock Ping 2. Ich bin jetzt gerade bei diesen ATMs. Ja, Gridlock ist am Ping 2 auf jeden Fall und der letzte war auf dem Dach. Ja. One out 4 remaining. Ja, letztes Nomad, okay. Die könnte irgendwo durchspringen, also repellen, also aber nicht ja, ich guck grad unbedingt mal. Durch CO. Ist sie drin? Nee. Roof first. Roof, okay. Ist sie im Skylight? Wir haben auf jeden Fall Comms. Jetzt nicht gierig werden. Nee, also, nee, natürlich wir haben nicht. Hier ich bleib on site. Guck mal, alles zu hier. Ich mache auch noch mal ganz kurz zu, dann habe ich hier dieses Fenster nicht mehr zum Worry. Window is barricaded! Ich wundere, wenn mein Schild platziert. Warte, weil ich mache das Schild elektrifiziert. Was will die denn machen? Die hat nichts, um das wegzumachen. Ja, aber trotzdem. Okay, einfach so. Dann kann sie kein Airjab oder so dran schießen. Stimmt, Airjabs. Wobei sind sie. Oh, da, nee, die können. Die werden von Elektrizität zerstört. Ja, ich dachte, das war nur bei Ash so. Nee. Ash wird nicht mehr zerstört davon. Genau. Das war ja doch. Ja. Wo sind wir? Brauchen wir wieder ein Kaid, ja, oder? Da ist keine Hedge. Ist doch egal, wir brauchen Safe. Obwohl, warte, Teller's Office ist keine Hedge? Nee, stimmt. Das ist keine Hedge. Wir haben eine Dreierwand, die wir zumachen müssen. Stimmt, aber da oben kann man durch. Da oben kann man halt aufmachen. Und ja, ist doch egal. Das ist. Dann kann ich eine Claw woanders verwenden noch. Weißt du, was ich meine? Dann kann ich eine Claw hinten machen. An Mainstairs dran oder an irgendeinem Schild oder so. Hast du die TCSG mit oder die? Ja, auch? Natürlich. Ich nehme die auch gerade nicht. Die TCSG hat mir jetzt zweimal das Leben gesaved. Also vertraue ich ihr jetzt erstmal. So lange, bis ich wieder von ihr enttäuscht werde. Also.
Das ist immer so. Ich habe so Waffen, ich vertraue denen. So lange, bis ich irgendwann enttäuscht werde von denen. Also. Passt das? Jo, passt. Die Frage ist jetzt, welche ist wichtiger? Die Wand ist wichtiger. Hier? Die Wand. Ich glaube, die ist deutlich wichtiger. Ja, ja, glaube ich auch. Warte mal, wo kann man das am besten ranschmeißen? R4 has located a bomb. Get ready to engage. Soll ich da eine ein Schild? Wobei, wenn man sich auch ein Schild hin muss. Walle, wollen wir die Rotation hier in den Äcker? Kann ich schaden, oder? Ja, okay, dann mach ich da ein Schild hin. Sag, wenn du fertig bist. Jo. Reloading. Dann hocke ich mich hinter das Schild, oder willst du, Jan? Ich höre einen Monty. Oh, ich guck kurz durch. Ich bewege mich mal frei herum. Skylet ist einer tot. Blitz down. Ich halte Tellers. Oh, das war ein Blitzwalle. Dann anscheinend. Ja, okay, Camps sind clear soweit. Einer hat. Ist gerade. Where from? Oben drüber ist ein Sledge. Shit, der upstairs. Above. Yeah, above. Jo, viele. In CEO room, there's Capital. There are two of them. Buck and Capital, I think. Achtung, Nate kommt. In CEO room. Ah, Leute, da oben saß einer. Oh nein. Die sitzen wirklich an jedem Loch. Dann gehen wir da mal hin. There should be one two ping more. Two. One ping two. Die sind alle dort. Nee, nee, bis auf einen. Ich bin am. Capital down. Down. One's down, one's up. On the ping two. One is CEO office. At the table. With Sledge. He jumped down, he jumped down. They're both down. On side. Side ping two door. In bomb aim. Haben wir irgendeine bessere Cam dafür? Nee, oder? Nee, ich guck ihr mal zu. Ja, gut. Machst du nicht. Ja, und jetzt ist die Wand ihr Feind. Das wird ziemlich close. Lol. Nice try, bro. Ja, schade. Ah, Mann, mich hat's gekillt, dass der Capitao da oben, dass sie wirklich zu dritt an all drei Löchern saßen. Ich glaube, ich mindestens einen holen sollen, wieder zurückkommen können. Ja. Also, sagen wir mal so, ich hätte einen C4 hochschmeißen müssen. Also ich hatte einen C4 mit, aber ich hab's nicht geschmissen, weil ich nicht sicher war. Vielleicht wird Teller's Auto Open, meine Open Area. Walle, was meinst du? Basement oder wo sind sie? Ich glaube, die gehen CEO. CEO zuerst, meinst du? Meinst du wirklich? Hab so ein Gefühl. Ich nehme aber trotzdem Termant mal mit. Kann man auf beiden Sides brauchen. Und immer Alixes spawnen. Ganz ehrlich, es ist eigentlich Pflicht, da hinten zu spawnen. Jetzt weiß ich, bei den 10.000 Spawn-Peaks, die man sonst überall anders hat. Ich meine, das ist der friedlichste Spawn, den du haben kannst. Genau. Diesen Basement. Sicher? Ja. Jo, Basement. Ich bin wieder weg. Nein. Lass mich hier auf die Lampe drauf, bitte. Danke. Die haben Maestro. Oh Leute, ich habe ihn pingen können, ohne dass er entdeckt wurde. Wunderschön. Oh ja, gut, scheiße, ich bin jetzt eigentlich falsche Seite gespawnt. Eigentlich hätte ich auf der anderen Seite spawnen müssen. Worauf schießt du? Recall this. Achso. Huh! Hard left hier.
Service desk clear. Is the blue clear? Service desk are clear, yes. Top skylight should be clear. Okay, da hat die Drohne mal ein bisschen Arbeit gemacht. Enter Mirror, enter the door. One at the door, one at the Mirror. Okay, wir müssen irgendwann diesen Mirror fest vorbei. Wolltest du nicht die Hedges öffnen? Also stimmt, kann ich noch. Ich geh nochmal hoch. Ich hab die eine Wand geöffnet, wo... Welche Hedges willst du aufbauen? Die sind nicht elektrifiziert. Welche willst du? Ich kann nur eine. Sisi. Nein, die andere, die. Alles gut, geht auf. Es kommt eventuell jemand. Nee, kommt keiner. Oh, Job. Last one. Oh, holy shit, das Team funktioniert. Ja, genau. Also ganz ehrlich, ich war in meinem Support ganz gemütlich von A nach B gerannt, um die Hedges aufzumachen und die Wand aufzumachen. Weil ich habe die eine Wand aufgemacht, bin zur Hedge gerannt, alles gut. Ich habe alle meine Jobs gemacht. Das ist, ja. Und das ist das Problem an Rainbows Punktesystem, weil ich habe in dieser Runde, ich will jetzt nicht zu sehr sagen, aber ich habe einen Sieg ermöglicht. Weil unsere Finke ist dadurch, hat da hinten einen wunderschönen Spot gehabt, wo sie war, dadurch, dass die Wand da offen war. So, dadurch konnte sie garantiert einen Kill kriegen oder so. Und dann bin ich weiter zur Hedge. Also ich habe meinen Job sozusagen perfekt gemacht, habe dafür aber so gut wie keine Punkte gekriegt und das ist das Problem. Weil mein Job war es, macht die Hedge auf und macht die Wand auf. So, Job ist fertig, Team hat dadurch gewinnen können. Aber man kriegt keine Punkte für, weil kein Kill oder so. Ah ja, das ist halt das Schwierige, das kannst du sonst nicht wirklich machen. Basement again. Ja, okay, sie haben safe wieder eine, looks like mirror again. Sieht so aus, als wollen die same Strat machen, weil er tatsächlich. Die haben Kaid. Okay. Ja gut, für Kaid wäre eine kritische Angelegenheit. Er kann nicht alle Wände zumachen. Er muss eine Hedge offen lassen. Oder eine Wand. Eins von beiden. Die machen wir, Sam Strat. Aber diesmal mit dem Kite. The Wolves have soft. The Wolves have soft, ja. Okay. Hard left. No, they're not reinforced. Service Desk hier. Server looks clear. Okay, wir haben eine Kite-Kralle. Wo denn? Bei CC? Bei Server, ja. Walla, hast du schon mal hier hinten bei den Hedges geguckt, ob da wer ist? Bei Server ist die Hedge mal zu. Also elektrifiziert, bei Servers. Ich weiß. Du weißt, wo Servers ist. Also nicht CC, weil die können wir aufmachen, ganz einfach. Wenn wir da Control haben. Warte, ich komm nochmal kurz. Open Area sieht clear aus. Hier die Hedges, die Open Area Hedges elektrifiziert, die normale daneben. Ich mach die auf. Also, ja genau, die kannst du aufmachen. Ja, ja, mach ich. Der hat die falsche Hedge sozusagen zugemacht. Ja. Ich bin on my way wieder down zu denen, um zu helfen. Okay, Wand geht auf. Da ist oben jemand, die Mira, die ist hochgerannt. Oben? Okay. Ja, die ist oben. Die könnte von der Hedge durchschießen. Someone is upstairs as a CC Hedge. Activating code. Das war die nicht Mira. Mehr. Mira down. Upstairs dead. Oh fuck. Ich hätte mich dahin nicht aufhalten sollen. Ich habe eigentlich gehört, dass sie da kommt. Hätte mich anders platzieren sollen.
Also die Miras da sind weg, das kannst du dir schon mal so denken. Ja, ich... Ich hab trotzdem einen ziemlichen Scheiß-Spot. Stimmt, weil das sind drei. Da ist auf jeden Fall jemand bei einem Vault. Also bei diesem Goldraum. Ey, es ist so klar, warum sind meine scheiß Füße da im Weg? Ja, genau, weil die Wand dahinter dir frei ist. Ja, aber es ist also, so klar gewesen, ich habe nichts gesehen wegen dem Fuß. Ja, das haben wir, da wollten wir auch mal hinsetzen. Ja, es ist schon wieder Rainbow, aber kann man nichts machen. Ja gut, komm, einen vernünftigen Execute jetzt nach oben. Warte mal, oben, was wären da am besten? Hibana könnte man nehmen. Walle, was meinst du, Hibana oder Termite? Hibana ist gut für Hedges. Ja, aber sie sind ja jetzt oben, wahrscheinlich. Stimmt, die sind oben, dann ist Termite. Termite ist, glaube ich, besser, ja. Die Wand muss auf jeden Fall... Komm, wir bleiben beim ziemlich exakten Setup die ganze Zeit. Ja. Aber was hat Termite eigentlich erst an zu der Smokes? Ja, nee. Es sei denn, jemand geht mal Defense-Star repellen und von dort Druck machen. Aber dann bräuchte ich jemanden, der Lobby klärt. Ich würde auf die beiden Main Walls ausgehen. Eventuell ja, genau, auch genau. Auf die Janitor-Wand. Je nachdem, wie gut wir vorkommen. Mhm. Second Floor. Na, Archives. Nein, oh, die sind... Archives. Die Open Area Wand können wir aufmachen und die... Warte mal, die Hedge and Janitor... Wo führt die Hedge and Janitor hin? Ach, Nachbarraum, stimmt aber. Die führt sie nach Open Area. Also in diesen kleinen... Arnold Huber, one guy, one up. So they're gonna be protecting the CEO. Lol. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab nicht gesehen, dass da ein scheiß Arunigate war. Okay, das war eine absolut loste Aktion da gerade von meiner Drohne. Okay, Walle, was ist der Plan? Wir gehen Open Area. Okay. Und dann machen wir auf, Ich geh kurz rein, Drohne. Lol. Ist pompig. Okay, und dann tischen straight durch ist nix. Ich platziere mal eine Drohne bei der Cafeteria. Und da ist jemand. Someone is Blue Stairs. Okay. Ja, Blue ist das, was ich immer Service Stairs nennen, oder? Ja. Ja, gut. Ja, okay, wir können in Open rein. Das ist komplett hier. Aber ich halte mal hier hinten. Also, du machst. Ich muss kurz durch, ja, ich mach die Wand auf. Die Wand auf. Welche wollen wir, links oder rechts? Hier links, oder? Mach mal. Links, ja genau. Und dann so, hier auch noch, oder? Sind wir da auch noch? Keiner tot. Willst du noch eine zweite Wand aufmachen? Wenn ich durchkomme. Ist jemand da prone? Hab jemanden. Da ist hier vorne so ein Heal-Ding. Einer ist close, link, close zu mir. Ich mach hier nochmal auf. Warte, von wo? Nimm hinten eine Bombe, Beam. Lol, wie war das kein Kill? Die hat null Schaden angeblich gekriegt, okay. Oh, das belastet. Ja, das ist lächerlich. Den haben wir nicht gesehen. Lol, wie kann man sich so offen hinsetzen dafür? Egal. Wo will der denn aufmachen, bitteschön? Vielleicht das Heal-Teil weg haben oder einfach nur mal Stress schieben. Ah, Leute, das will er machen, okay, Leute. Ja, lol! Das war nice. Gut. Nice! Das ist saugut. Ja, er hat ihn gedownt wahrscheinlich. Das wusste er. Warte mal, hinter ihm kommt er, glaube ich. Haben wir irgendeine Drohne, die hinter ihm gucken kann? Ich habe eine Drohne beim Diffuser. Also halt die hier. Der Diffuser has been recovered. Sehe ich irgendwo Movement? Ah, lol. Oh mein Gott! Das war schade, das hätte so gut gewinnen werden können. Ja, das wäre sehr gut. Das war Feuerrad für Advantage wieder. Toll. Dieser Melee danach. Ah, oh, das war schade.
Aber wir verteidigen es zweimal. Ja, wir verteidigen zweimal das gut. Unser Verteidigung stand eigentlich relativ gut. Jedes Mal. Wieder Keller? Okay, wieder Kaid. Wobei das Problem war, sie hatten immer Maverick mit. Nur gegen ihn gibt's halt keinen Counter. Valle, kannst du irgendwie oben ein bisschen halten? Ich soll oben halten? Ja, wo kommt. Oben? Ja, so ein bisschen die Hedges? Geht das? Oder ja, weniger? Okay, kann ich machen. Ich könnte es machen. Ja, okay. Ja, schau mal, wenn Jarunis macht, brauchst du es auch nicht, aber. Wobei, ja, stimmt, dann hätte ich Alibi gepickt. Aber wenn. Ich hatte Angst, wenn ich die gepickt hätte. Das? Dass ich die Shotgun mit hatte. Oh, ach so, ja. Gut, das wäre belastend gewesen. Okay. Ja. Mach mal Rotations, weil du hast die Shotgun mit. Ja, ich muss erstmal ganz kurz die Hedges machen. Jetzt mal ganz ehrlich, Enkel Hedges machen, das ist immer deutlich angenehmer, vor allem wenn die einen Jackal haben können. Ich schätze mal, wir brauchen nur die beiden Hedges, oder? Ich mach alle. Also ja, stimmt, mach die noch, machst du noch die vorne? Ja. Ja, okay. Stimmt, die vergesse ich immer in letzter Zeit. Die können wirklich mal das Spiel ändern, wenn du die zumachst. Ich weiß. Alter, die vorne ist einfach nicht zu. Was ist denn da los? Wie kann man die beiden Wände offen lassen? So, auch mein Hedge, wobei ich habe keinen Weg, die Main, also die Skylight Hedge aufzumachen. Ja, können außerdem, wir haben nur Aruni. Wir brauchen keine ganz theoretisch. Die macht sich schon selber Rotations. Oh lol, was ist denn das? Warum ist hier hinten dann nur komplett offen? Okay, gut. Hä? Lol. Die haben eine Ultra-Long-Angle. Und jetzt werde ich von Jackal gepinkt. Ja, eine Angle von wo? Hinten von Servers. One should be in Server. Dann bewege ich mich. Three in Server. With a shield. Capital. Die haben eine Claimer da sitzen. Ja, ich gehe kurz Camps checken. Skylight scheint. Ja, das ist Skylight ist free. Was? Die haben defused? Der okay, kann mich nicht Schick, durchsehen, ja? Weil ich hier eine Warden Ability hab. Ah nein. Wer das? Ey, da ist jemand bei diesem Half-Wall. Fuck, was ist denn das? Ich konnte aber nicht wollten. Ich habe mich umgedreht, konnte aber nicht wollten. Ah nein. Ja, schade. Mann. Vielleicht hätte er in Zeit bleiben sollen, aber haben die gesmokeplant? Ich weiß es gar nicht. Ich war auch nicht da. Ja, weil ich glaube, die haben gesmokeplant. Ja, ich hätte aber bei der Zeit bleiben sollen. Ja, oh fuck, da unten, das war so geswoat gerade. So wirklich geschmissen, weil. Jemand anders hätte roamen sollen. Ja. Ah, Mann. Die haben zu leicht den Execute machen können. Okay, die werden jetzt Basement wieder gehen. Die werden safe wieder Basement gehen. Warte mal, hat unser letzter Attack geklappt? Nee, oder? Ich glaube nicht. Wollen wir denn mal von hinten versuchen zu kommen und eine B-Planten? A-Planten, meine ich. Über, Über die Garage? Nee, nicht über Garage. Über, die Dings-Hedge. Über Reception-Hedge. Reception Hedge, warte mal. Reception Hedge und dann die Wand zu B aufmachen. Achso, die bei Tellers. Das wird über World kommen. Ja, das wird über World kommen, ja. Rezeptions Hedge da. Okay. Das wäre mal ein Surprise. First we would try to launch a Reception Hedge. No, they're downstairs, they're basement. Your drone has found a bomb. Ich hab meine Drohne hier in der Nähe geparkt. Der Jäger wurde abgeschossen. Ja, nice. Okay, die Rezeptionszeit scheint noch. Hast du. Was hast du dabei? Hast du Glitch-Shuttles mit?
Ich habe Flashes mit. Ah, schade. Ja, okay, dann. Ne, weil die Reception hätte einfach auf. They got muted, I can't go in. Ja, die kann ich dann einfach aufmachen. Ja, ja, die machst du dann auf. Ich weiß halt nicht, wie es da unten sieht, aber ja. Wir treffen uns Rezeption. Okay. Launching drone. Okay, ganz oben wird hoffentlich mal keiner sitzen. Gucken wir trotzdem mal. Nope. Ganz oben sitzt keiner. Hallo, wir sind da beide. Ah, das warst du. Okay, nice. Warte, ich mach da auch noch auf. Ja, warte kurz, ich gehe Drohne direkt. Also ich schmeiß die Drohne direkt hinterher, mach da auf, ich komm rein. Also. Hello. Ich halte Vault. Links in Vault ist einer. Mute Vault. Das ist ein Vault, ja genau. Ich hab ne Cam da drin, also pass auf. Mhm. Ich mach den Aufzug auf. Ich hab Mute. Wollte mir sicher sein. Open. Wollt schon be clear. Surrounding, blue stairs. Es. Hallo, da hinten ist ein Kait. CC Hatch ist auf. Können wir runter? Ich gucke mich gerade um. CC hat ein ADS, warte mal kurz. One was rotating blue stairs. Planting, okay. Weil hast du eine Cam? Achso, nee, du bist noch. Einer könnte bei mir oben sein. Oder das ist einfach nur Sounds, die so komisch sind. Nein, das ist CC. Wo ist der? CC. Der ist durch CC durchgekommen. Nee, ist tot. Alles gut. Oh, das war ein guter Execute. Weil siehst du, damit haben die nicht gerechnet, dass wir da lang kommen. Ja, genau. Das hat man. Wollen die hat, du hast gesehen, wie die zu mir hingeguckt hat, was die hat mir gemerkt. Ja. Oh, ey, nur das war ein wunderschöner Execute, finde ich. Sollen wir wieder Keller, aber diesmal werde ich mal in Zeit bleiben mit Worden, weil können du kannst wieder versuchen. Können wir. Und ich glaube, Kait ist nicht der Pick, den wir brauchen. Doch. Ja? Doch, die Hatches, weil ja, okay. Normalerweise wegen den Hatches einfach. Ja, ja, klar, nur weil wir bisher nichts gehabt haben. Ich bleib mal in B und passe ein bisschen auf B auf. Weil ich habe das Gefühl, sie werden B machen wollen. Ich werde in Zeit bleiben. Also. Ja, B ist, ja, Dings, nee. Also ich bleib in Lockers. Ja. Du kannst ja auch in Zeit bleiben dann. Passt. Wobei ich würde dir, glaube ich, dann lieber eine Claw geben noch. Wie mir. Aber ja, der Schild. Oder, ja. Achso, stimmt, Schild. Das ist wichtiger. Weil die Wand machen wir sowieso mit Dings auf. Also, die Wand geht sowieso mit einem Maverick auf. Aber was, wenn sie Granate haben? Dann geht das Schild halt kaputt, ja, und. Also, ganz ehrlich. Obwohl, okay, nee, okay, ist hier kein Pickup, oh, Jäger, what the fuck? Das hat Jäger getan. Der hat gerade einen Jäger bei uns gesoffen, weil wo wir auf Reinforcen. Ah, lol, okay. Okay, der Rook ist am Reinforcen. Ja, okay, dann hau ich trotzdem aber Jan. Das macht ja dann doch keinen Sinn, wirklich. 10 Sekunden. Rotations bitte. Ja, wir kommen gleich. Reicht das, bitte? Jo. Rotation. Willst du hoch oder tiefer? Tief. Ach, das ist jetzt die hohe hier. Musst du durchwollten. Warum ist der Vorteil, wenn wir durchwollten? Dass die nicht so einfach durchrennen können. Also die können nicht einfach durchpushen, dann das ist der Vorteil. Warum sollen sie durchpushen, wenn sie schon drin sind und geplantet haben? Weil du dann den Dings halten kannst. Du kannst dann besser den Hallway halten. Okay. Das ist wirklich so. Du kannst deutlich besser diesen Hallway halten. Und außerdem kann ich dann hier den Winkel zum Beispiel halten.
Warte mal, ist die Bar-Hatch, Reception-Hatch zu... Oh, fuck. Reception ist offen, ja gut, das ist kritisch. Ich guck mal kurz Cams. Unser Wook ist Garage. Sehr, sehr... Garage? Okay. Someone is in Garage. Das war eine DMA, ich glaube, das ist Glass. Weiß ich ganz gut. Someone is Service. Someone is Service and someone is Garage. Last one should be in Service. Server? Where? Service or Garage? BB dead in Garage. Okay, der Tote ist in Garage, also Service. Ich hab ihn Service. Last one is 100% in Service. Ich guck kurz die Cams. At the Hoffer. Ja, okay, nice one. Good job, guys. Ja, okay, die Cams waren clear. Oh, wunderschön. Das war ein wunderschönes Setup dieses Mal. Vor allem, sie haben nie ihren Angriffsstrategie gewechselt. Ja, genau. GG, Boss. Nee, wir haben beide haben es nie gemacht, wobei wir haben... Doch, ja, wir doch. Haben... Warte, wir haben unseren Angriff... Wir haben festgestellt, die Frontal über Server funktionierte nicht. Also sind wir weitergegangen und haben doch von hinten angegriffen einmal. Also wir haben reagiert auf das, was sie hatten. Das ist immer so eine Sache, die muss man mal gucken. Oh, warte, ich bin aufgeregt worden, oder? Ich bin Silber 3. Ah ja, gut. Wurde mir nicht mehr gezeigt. Egal. Ja, doch, Silber 5 jetzt. Ab geht's. So, und ich würde einfach mal sagen, an dieser Stelle beende ich das Video. Und war doch eine richtig geile Runde mit Anpassungen an Gegner und sonst was. Und wir sehen uns dann hoffentlich mal beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.